Das Spiel der Runde in der BTV Landesliga West ist gleichzeitig das Spiel der Saison. Der FC Andorf empfängt in der 25. Runde als Tabellenführer die beste Frühjahrsmannschaft, die Union Bettenbach. Beide Teams sind nur um einen Punkt in der Tabelle getrennt. Ein Kracher, den sich 800 Zuseher im Bramdal-Stadion von Andorf nicht entgehen lassen. Das Spiel beginnt sehr flott. 4. Minute Andreas Büringer mit einem starken Dribbling. Torhüter Oberauer klärt vor Konstantin Kitzmüller. Nur 3 Minuten später. Peter Nagel fasst sich ein Herz. 1:0. Der FC Andorf legt vor. Keine 20 Minuten gespielt. Andorf vom Führungstreffer beflügelt. Soltan Vago nur ins Außennetz. Eine Minute später. Die Gastgeber warten auf Konterchancen. Klaffenböck schickt Holzapfel auf die Reise. Der sieht Witzeneder. 2:0. Andorf spielt eiskalt beim Konter. Bettenbach will sich nicht geschlagen geben. Falco Feichtl mit dem Freistoß auf Büringer. Oberauer rettet. Was für eine Chance von Andreas Büringer. Mit dem 2:0 geht es in die Halbzeitpause. Trainer Waldhöer setzt nun alles auf eine Karte. 51. Minute. Waldl und Idrazay im Doppelpass. Der Schuss von Waldl am Tor vorbei. Die Gäste spielen sich Chance um Chance heraus. Sormaz auf Idrazay. Der Schuss ist leichte Beute für Oberauer im Tor der Hausherren. Wir sind bereits in der Schlussphase. Andorf verwaltet den Vorsprung, ist in der Defensive stabil und kommt zu Konterchancen. Peter Nagy auf Illibauer. Die Gastgeber mit der Möglichkeit, alles klar zu machen. Danach passiert nichts mehr. Andorf gewinnt das Meisterschaftsduell gegen Bettenbach mit 2:0. Und kürt sich nach dem 25. Spieltag zum Meister in der BTV Landesliga West. Wir haben heute wirklich nicht unsere Leistung gebracht. Wir haben viel zu viele Abspielfehler gehabt, haben Andorf dadurch eingeklappt zum Konter. Die ersten zwei Tore waren wirklich reine Konterchancen, wo wir uns wirklich nicht gut verhalten haben. Und war wirklich nicht gut heute von uns, und man muss dann echt sagen, dass Andorf verdient Meister geworden ist. Ja, es ist eine Wahnsinnserleichterung. Ne? Ich meine, wir fiebern zu, wir haben ab und zu im Frühjahr wieder ein bisschen geschwächelt. Ich meine, so geht es natürlich nicht wie im Herbst. Und es war halt ein Finale für uns. Und dass wir es so machen, das ist natürlich sensationell. Ja, das frühe Tor natürlich hat uns sicher geholfen. Aber ich glaube, wir haben die ganze Saison noch mehr der Meisterschaft gespielt, und heute ist einfach alles. Ja. Jetzt werden wir den nächsten Tag einfach feiern. Wir freuen uns auf die Ö-Liga. Ja, unbeschreiblich. Ne? So, ich dachte, wir so gut in der Partie kommen, haben wir selber nicht am Anfang gemeint. Ja, okay, wir sind davon ausgegangen, dass wir von Anfang an 100% gehen müssen. Und das haben wir auch da, und das haben wir auch belohnt worden. Der FC Andorf ist damit nach dem Abstieg in der Saison 1987-88 wieder in der höchsten oberösterreichischen Spielklasse mit dabei.